So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Das ist mein dritter Versuch, dieses Video zu starten, weil leider klingelt es oder es klingelt das Telefon oder es soll sonst irgendjemand was. Ich habe mich jetzt mehr oder weniger eingeschlossen und wehe, jetzt stört noch wer, dann gibt's Ärger. Ja, also Kommentare erst schreiben, nachdem das Video hochgeladen ist, bitte. So, Forstgeschichte, haben wir lange nicht behandelt. Habe ich lange auf dem Plan gehabt, dass ich das mal wieder weitermache. Aber bin irgendwie nicht dazu gekommen, beziehungsweise es gab andere Projekte, zu denen ich gerade mehr Bock hatte. Die Reihenfolge, in denen ich irgendwelche Projekte angehe, ist ja so, wie ich gerade Lust habe. Ne? Was gerade Spaß zu machen scheint oder droht. Ne? Ja, und deswegen jetzt aktuell gerade wieder Lust auf Forstgeschichte. Bin auch mit dem Kommentar eben entsprechend nochmal drauf gestoßen worden. Das wurde ich natürlich mehrfach, aber jetzt war es mal wieder einer, der einen Impuls ausgelöst hat. Wer die entsprechende Antwort von mir bekommen hat, darf sich also als Impulsgeber fühlen. So, ich möchte gerade ein paar Takte loswerden zu der Reihe, die das jetzt hier werden soll, nämlich historische Waldnutzungsformen. Vergangene Waldnutzungsformen würde ich es nicht immer unbedingt nennen wollen, weil manche dieser alten Arten, den Wald zu nutzen, sind gerade wieder sehr aktuell, beziehungsweise kehren jetzt scheinbar wieder zurück auf die Bildfläche, zu des einen Freud, des anderen Leid und dessen Entwicklung, die man ja positiv wie auch negativ betrachten kann. Ich persönlich bin da sehr skeptisch, bis auf bei wenigen Ausnahmen, wenn man jetzt meint, sowas wieder anfangen zu müssen. Aber ja gut, das werden wir in den entsprechenden Themen noch besprechen. So, jetzt muss ich einmal kurz Literaturempfehlungen geben. Wo habe ich denn die andere? Ja, Literaturempfehlung Nummer 1. Es gibt inzwischen noch andere Bücher vom Herrn Küster, die interessant sein könnten, aber erstmal gerade eben für den interessierten Laien, das hatte ich aber schon mal empfohlen, ich mache es aber gerne nochmal, ist die Geschichte des Waldes vom Herrn Küster, Herrn Professor Küster, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir hier nochmal kurz rein, dass wir das geklärt haben. Hans-Jörg Küster, Geschichte des Waldes von der Urzeit bis zur Gegenwart. Meine Auflage ist von 1998. C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung erschienen in München und jawohl, das ist sicherlich ein schön zu lesender, vor allen Dingen auch durchgehender, nicht so wirklich richtig krass akademischer Text zur Geschichte des Waldes eben, liest sich also auch für den Nicht-Forstwissenschaftler und den interessierten Laien meiner Meinung nach sehr gut. Ist natürlich jetzt kein Buch aufgrund seiner Dicke und seines Schriftbilds, dass man, wenn man ohnehin nicht besonders bibliophil ist, mal eben so runterliest. Ja, das ist mir auch klar, aber das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Quelle, wenn man sich mit Forstgeschichte beschäftigen möchte oder der Geschichte des Waldes oder wie immer man dieses Thema jetzt auch nennen will. Generell einfach diese Buchempfehlung. Zweitens, man findet natürlich jede Menge Zeug im Internet. Wikipedia ist bei forstgeschichtlichen Fragestellungen oft ein kurzes Nachschlagewerk. Die einzelnen Artikel zu den einzigen Themengebieten, die wir behandeln werden, sind gut. Sie sind auch teilweise schön vielseitig, sage ich jetzt mal, also von mehreren Perspektiven aus geschrieben. Kann mich überhaupt nichts dran auszusetzen. Ja? Kann man also durchaus auch als Quelle heranziehen. Würde sie noch mit den anderen Quellen eben entsprechend abgleichen. Genau das habe ich ja auch getan jetzt für das, was kommt. Und ein weiteres wesentliches Buch, es gibt auch noch ein anderes gutes, aber ich habe mich für das hier entschieden, ist die Forstgeschichte, ein Grundriss für Studium und Praxis von Karl Hasel und Eckehard Schwarz, das ist die dritte Auflage von 2006. Ich weiß nicht, ob es da jeweils noch aktuellere gibt. Ich habe zwar verschiedene Quellen verwendet, möchte aber die Gliederung von meinem Hasel und Schwarz Büchlein verwenden, um folgende Themen in einer Videoreihe pro Video halbe Stunde plus minus ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen länger,
wisst ihr selber. Mal auch ein bisschen weniger, das wird es auch geben. Also vielleicht ist auch mal ein 10-Minüter dabei, ich weiß es nicht, wir werden sehen. Jedenfalls mit folgenden Themen möchte ich ansprechen. Und zwar Mastnutzung, Schweineweide im Wald, Großviehweide mit Rindvieh, Pferden, aber auch Schafen und Ziegen. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Rinder und Pferde, die mampfen größtenteils nur Grünzeug. Schafe und Ziegen, die nehmen auch gerne Holzpflanzen mit. Und zwar absichtlich. Dann hätten wir die Waldstreunutzung. Das bedeutet, man geht mit dem Rechen in den Wald, kratzt da zusammen, was da rumliegt und nimmt es mit nach Hause. Das wird ein Stall zum Beispiel. Die Zeidelweide, das ist was ganz Spannendes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Begriff war mir auch neu, bis ich mich jetzt mal in die Recherche da reingehauen habe. Dazu gibt es auch gar nicht so viele andere Quellen als das Buch, aus dem ich hier gerade, mit dem ich hier gerade arbeite. Das ist die Waldbienenzucht. Die hat historisch einen erstaunlich hohen Stellenwert auch in der Bevölkerung gehabt. Und die Waldbienenzüchter, die Zeidler, waren hoch angesehene Leute damals. Dann der Waldfeldbau. Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil ich, ohne es zu wissen, über Beispiele für Waldfeldbau im Siegerland mehrfach gestolpert bin. Ohne mich groß mit der Thematik Waldfeldbau beschäftigt zu haben. Und dazu sehen wir dann auch nochmal ein wenig mehr. Aber ganz grob, was ist das? Das ist landwirtschaftliche Nutzung des Waldes, bevor die nächste Baumgeneration hochgewachsen ist. Also zwischendurch sozusagen. Dann haben wir die vorindustrielle Waldnutzung. Das sind die Sachen, die besonders bekannt geworden sind, von denen man auch heute noch viele Reste im Wald und Zeugnisse im Wald finden kann, sowohl sprachlich als auch tatsächlich als platter Platz im Wald oder als Reste von Holzkohle, die im Wald rumliegt. Nämlich erstmal die Harznutzung, die wurde auch bis zum Zusammenbruch der selbrigen noch in der DDR im größeren Maßstab betrieben, deswegen werden das viele Leute sicherlich noch kennen. Die Brennholznutzung ist ein Spezialfall, gibt es natürlich heutzutage auch noch, aber wir gehen jetzt mehr so auf die historische Brennholznutzung ein, also die im wirklich großen Stil, wo man mit nichts anderem heizen konnte. Heute ist Brennholz aus dem Wald, beziehungsweise Brennholzholz, ja eher eine zusätzliche, ein bisschen alternative Art und Weise zu heizen. Ja? Die allermeisten Leute werden Gas haben, dann kommt noch die olle Ölheizung dazu, dann gibt es noch Fernwärme und inzwischen wirklich alle möglichen modernen Varianten und nur wenig Leute heizen mit Holz heutzutage. Also schon ein paar, aber verglichen mit der damaligen Zeit, wo du gar keine Alternative hattest. Natürlich spielt dann auch nochmal eine Rolle die ganzen sekundären Waldnutzungen wie die Köhlerei, die Salinenwirtschaft, die Pottasche-Siederei, das Glashüttenwesen, die Schmieden im Wald, die Bearbeitung von Metall, sage ich jetzt mal vorsichtig, im Walde und der ganze Bergbau und so weiter und so weiter. Das wurde ja alles im und mit dem Wald entsprechend betrieben und spielt deshalb auch nochmal jeweils separat als ein Videöchen eine Rolle. Ich komme also auf, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Teile insgesamt. Und grob wisst ihr jetzt, worum es geht. Ich möchte jeweils die historische Bedeutung ansprechen, jeweils warum und wie man das gemacht hat. Auch gerne, insbesondere mit Hilfe dieses Buches, das sie nämlich nennt, auch auf historische Quellen eingehen, damit man so ein bisschen irgendwie rausfinden kann, was haben die Leute denn damals dazu so gesagt, was gibt's da, gibt's da Schriftstücke zu und wenn ja, was sagen die und wie war die rechtliche Situation damals, weil man kann mit der historischen Forstnutzung auch wunderbar das historische Waldrecht kombinieren, das gab es nämlich schon, spätestens ab dem 12., 13. und massiv dann im 14. Jahrhundert gab es erste Forstgesetzgebungen, weil man dann spätestens so ab 1300 und grad festgestellt hat, dass Wald offenbar doch ein knappes Gut ist und man furchtbare Angst vor der Holznot gehabt hat.
Und die Obrigkeiten, also sprich Könige, Kaiser, wer auch immer da gerade an der Macht war, je nachdem in welcher Region wir uns umgucken, haben dann auch eben entsprechend versucht mit Verboten und Geboten, wie viel Holz denn genutzt werden darf und dass du gefälligst sparen sollst und so weiter, den Holzverbrauch etwas einzudämmen versucht. Hat wenig funktioniert. Eine der populärsten Methoden, wie man denn den Holzverbrauch reduzieren konnte, war irgendwann im späten Mittelalter, dass man einfach die Größe des maximal zulässigen Ofenlochs, also Öffnung zum Holz reinschmeißen in den Ofen, vorgegeben hat und das durfte irgendwie nicht größer als, weiß ich nicht, 10 cm im Durchmesser sein, sodass man nur kleines Holz verheizen konnte. Selbstverständlich hätte man auch großes Holz klein machen können und dann trotzdem reinschmeißen, aber die Idee war, dass die Leute damit nur Kleinholz verheizen und die großen wertvollen Bäume, die natürlich dann auch für größere Bauprojekte benötigt worden sind, automatisch stehen lassen, weil die passen ja eh nicht in ihren Ofen. Ja, also solche Ideen hatte man. Oder man hat gesagt, pro Person darf nur so und so viel Holz genommen werden. Man hat teilweise auch gesagt, Holz darfst du nur einschlagen, wenn du vorher einen Bedarf nachweisen kannst, nämlich du willst ein neues Haus bauen, dann musst du dir dafür erst eine Genehmigung holen. Und da ging es eigentlich im Prinzip schon los mit dem deutschen Genehmigungen, Verbote und so weiter und so fort Wesen. Also im späten Mittelalter, gerade in Bezug auf Holz, hat das schon ganz ordentlich Ausmaße angenommen. Die jeweiligen Weißtümer heißen die zum Teil und Forstordnungen aus der damaligen Zeit sind schon durchaus ziemlich juristische Dokumente für die damalige Zeit. Und natürlich in einem aus heutiger Sicht etwas eigentümlichen Deutsch geschrieben. Man, wenn man sich viel Mühe gibt, versteht sie allerdings trotzdem noch. Ja, also sowas möchte ich gerne auch immer noch so ein bisschen mit aufgreifen. Die Nebennutzungen des Waldes wurden erst interessant, als das Bevölkerungswachstum eine Nebennutzung des Waldes überhaupt notwendig gemacht hat. Bis zu einer gewissen Bevölkerungsdichte konnte man super auf dem Acker alles tun, was man auf dem Acker tun konnte. Im Wald grundsätzlich nur Holz kloppen und jagen gehen, mehr hat man da nicht machen müssen. Und es gab auf jeden Fall noch genügend Ackerfläche, potenziell fruchtbarer Boden. Flacher Boden, nutzbarer Boden für die gesamte Bevölkerung, die hier in, sag jetzt mal, Großraum Deutschland plus minus angrenzende Gebiete natürlich gelebt hat. Das war also gar kein Thema. Man musste zum Beispiel sein Vieh nicht in den Wald treiben, weil man auf den Feldern zu wenig Platz fürs Vieh hatte, sondern man hatte genug Platz fürs Vieh auf den Feldern. Dass man trotzdem Schweine in den Wald getrieben hat, damit die Eicheln fressen können, das hat garantiert seit der Jungsteinzeit bereits stattgefunden, nahm aber dann auch eben bei steigender Bevölkerungszahl immer größere Ausmaße an, weil man immer mehr Schweine hatte, um immer mehr Leute zu ernähren und die Schweine dementsprechend auch immer mehr fressen mussten. Und. So industrielle Waldnutzung, wo man Brennholz in gigantischen Massen über das normale Maß zum Heizen im Winter hinaus benötigt hat oder zum Kochen im Sommer natürlich, das war dann sozusagen ein bisschen das Todesurteil für die letzten noch urwaldartigen Waldbestände, die wir in Deutschland hatten. Spätestens also mit Holz, Kohle, Glashüttenwesen, Potasche, Siederei und diesem ganzen Kram losging, ging es auch den letzten Waldbeständen an den Kragen, weil jetzt hatte man zum ersten Mal auch eine wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit, entfernte Waldgebiete nutzen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt, ja, bis man wirklich krasse industrialisierte Fortbewegungsmittel entwickelt hat, war ein Wald, der super abgelegen irgendwo in den Bergen gelegen ist, wirtschaftlich uninteressant, weil man meistens keine Möglichkeit hatte, das Holz mit vertretbarem Aufwand, mit einem Pferdekarren kannst du einen Stamm transportieren, ne? Einen fetten Stamm, das war's dann aber auch schon wieder, also mit vertretbarem Aufwand zu den Leuten, die das Holz brauchen, zu bringen. Mit der modernen vorindustrialisierten, sage ich jetzt mal, Technik war es aber dann schon möglich, in einem egal wie weit abgelegenen Wald Holzkohle zu produzieren. Die ist vergleichsweise leicht. Da kann dann der Köhler mit einem riesen Korb voll Kohle ins Dorf latschen, die verhökern und hat dann einen guten Gewinn gemacht, geht dann wieder zurück, holt den nächsten Korb und immer so weiter. Das sind ohne Tier oder sogar mit dem Eselkarren, dann könnte er noch viel mehr transportieren. Aber das ist ohne großen technischen Aufwand, sage ich jetzt mal, machbar, dann Holz in einer anderen Form zu transportieren. Damit wird es jetzt plötzlich wirtschaftlich interessant.
oder dass man eben Pottasche gesiedet oder auch die Harzerei bzw. Harzsiederei, dass man eben aus dem Harz Pech direkt hergestellt hat, auch wieder vor Ort. Und das Schlimmste, was es dann gab, war letztendlich die Glashütte. Die musste erstens nochmal Holz behaben, um ihren Kessel heiß zu machen, um Glas zu blasen. Und zweitens noch massenhaft Holz verbrauchen, eben für besagte Pottasche, die man damals zur Glasherstellung gebraucht hat. Aber mit einer Glashütte im Walde ließ sich wirklich massiv Geld verdienen. War der Wald drumherum weg, ist man mit der Hütte einfach weitergezogen in den nächsten unerschlossenen letzten Rest von Urwald, bis dann irgendwann spätestens 1800 Ungrad sämtliche Reste von unbeeinflussten Wäldern mit zum Beispiel eben Glashütte und ähnlichen Forstnebennutzungsformen, nennt man heutzutage Forstnebennutzung, aber eigentlich ist es mehr so eine katastrophale, komplette Niedermachung des Waldes, bis halt alles weg war. So, ja? Und dadurch, dass alles weg war, die Böden degradiert waren und alles wirklich sehr, sehr, sehr mies aussah, Ende des 19. Jahrhunderts spätestens, zusätzlich dann auch noch zwei Kriege kamen, nach denen jeweils noch entsprechend Holz gehackt worden ist. Bei uns, während denen Holz gehackt worden ist, hatten wir dann spätestens nach 1945 kein einziges bisschen brauchbaren, also fast keinen brauchbaren, wertvollen, ökologisch super nachhaltigen Urwald mehr. Ja? Und das Problem, dass wir ausgedörrte, ausgelaugte Böden hatten, und da gab es jetzt die Frage, welche Baumart pflanzt man dahin? Und da kommen wir jetzt auch zu den historischen Gründen für die Fichtenforste, die es noch gibt, nämlich Fichte. Ist eine andere Ausgangssituation als heute. 60, 70, 80 Jahre ist verdammt viel Zeit für Böden, um sich zu erholen. Das reicht natürlich noch nicht aus und es gibt noch einige Standorte, die aus der historischen Waldnutzungszeit noch deutliche Spuren zeigen. Ungefähr muss man mit 200 bis 300 bis teilweise auch 500 Jahren rechnen, bei entsprechend guter Waldwirtschaft, bis die Schäden der miesen Waldwirtschaft der vergangenen Jahrhunderte wieder beseitigt sind. Also aus meiner Sicht ist das alles ein sehr spannendes Thema. Es könnte auch nochmal interessant sein für denjenigen, der irgendwie drüber nachdenkt, autark mit der Natur leben zu wollen. Dann sollte man die historischen Techniken, was man im Wald so alles anstellen kann, zumindest mal gehört haben. Nachhaltig sind die allerdings alle nicht. Ja? Also fast alle nicht. Zumindest nicht in großen Mengen, wenn man das dann für eine steigende Weltbevölkerung betreiben möchte. Ja, darum soll es also mehr oder weniger gehen. Fahrplan ist klar, das war die Einführung, ersten Teil mache ich gleich sofort im Folgenden auch noch, lade dann beides auch gleichzeitig hoch, mache ich auch oft so mit meinen Serien und da ihr meine Serien meistens ganz gerne mögt, ist das auch die entsprechend bevorzugte Art und Weise, den Stoff wiederzugeben. Wer dann von Forstgeschichte die Schnauze voll hat, muss entweder ein altes Video angucken oder halt so lange in irgendeinem anderen Kanal folgen, wie ich mit der Forstgeschichte brauche, um fertig zu werden, beziehungsweise bis ich keine Lust mehr habe. Und dann machen wir auch wieder was anderes. Aber die nächste Zeit jetzt primär Schwerpunkt Forstgeschichte. So, jetzt geht's los.